nicht so. Vielleicht habe ich ein bisschen viel geredet oder so, aber wie hieß Mama, ist das so? Okay, Mama redet man viel, Mama redet man wenig, Mama redet man gar nichts. Aber wie gesagt, verstehst du die Augen auch bei der Berufswahl? Ich würde eigentlich nur sagen, das Spiel hat begonnen und wenn es jetzt so kein Nachverlaubs der Ausschlag ist, dann verschweiß es nicht, verstehst du? Macht Sinn was anderes. Was Vergleichbares, was völlig ungefährlich ist. Sind wir irgendwo mit der Spreitdose und was kaputt machen oder irgendwie, geht's nicht heim nach Dorn und fangt einen Streit oder geht's nicht heim nach Dorn und habt so einen Ärger über mich und dann streitet mit der Frau und die Kinder, geht's heim nach Dorn und versöhnt sein wieder. Verstehst du? So viele Familien, so viele Leute sind sehr stritten, so viele Leute, du hast halt nur eine Maske aufziehen sollen und andere nicht und einer was hinfahren und andere nicht und der eine ist gut gegangen und der andere nicht und so. So billig haben sie uns gekriegt, versteht? Geht's aus dem Versöhnen, sagt, auch wenn ihr nicht schuld seid, es ist wie mit dem Dreck, den du aufhebst, auch wenn er nicht von dir ist, heb mal auf, verstehst? Sonst bleibst du nicht sauber. Und wenn die ganzen Dreck hinlassen von den Arschlöchern, dann bleibst du nicht sauber, verstehst? Irgendwie haben wir immer einen Dreck für die Arschlöcher weggenommen. Und dann sind halt wir mal die Arschlöcher, die einen Dreck weggenommen. Es ist nicht so dramatisch, wirklich wo. Es kommen andere Zeiten auch wieder, verstehst? Wo man uns, weiß ich nicht. Wir hatten noch wieder Waschlapp beim Arschwaschen, wo wir uns wieder am Bach drüben treffen. Wir müssen Arschwaschen. Nein, die Nachbarn sind auch schon da. Arschwaschen. Und dann in die Arbeit gehen. Weißt du, weil es einen Bach noch gibt, aber Wasser gibt es gar nichts mehr. Weißt du, Mann, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie, weißt du, so Schmetterlinge werden. Weißt du, wenn dann irgendwas nicht mehr da ist, was uns am Leben